Focusing ist eine moderne, auf das Wesentliche verdichtende, integrative Wahrnehmungsmethode und eine Form der empirischen Psychotherapie. Das, was mit Focusing der Klient erlebt, ist eine neue Form der inneren Achtsamkeit. Also Sie müssen sich vorstellen, dass das, was ich weghaben möchte, speziell in unserer konsum- und leistungsorientierten Gesellschaft, immer etwas mit Tun und mit Machen zu tun hat. Das heißt, ich möchte, dass das weggeht. Focusing, und das ist das wirklich Revolutionäre an dieser Therapiemethode, da geht es um Zulassen, um Seinlassen und um Hinspüren. Und aus diesem Feldsens, wie wir das nennen, und aus diesem sogenannten Feldschiff, der daraus entsteht, ergeben sich dann die nächsten Schritte. Das heißt, der Klient erlebt aus sich selbst heraus eine Erleichterung, eine Lösung durch das Zulassen von dem Gefühl, das er eigentlich abschaffen möchte. Gentlin betrachtet Focusing als einen grundlegenden Prozess, der in jeder erfolgreichen Therapie auftritt, unabhängig davon, welcher Methode der Therapeut folgt. Also ich setze Focusing heute in erster Linie überall dort ein, wo Lebensumstände, Reaktionen auf Dinge oder auch negative Gefühle geändert werden sollen. Wir haben in der Praxis viele Fälle von Burnout, wo das Gefühl, der Kontakt zum Körper letztendlich auch verloren ging. Speziell da ist Focusing eine ideale Therapieform. Ebenso natürlich wie bei Anpassungsstörungen, Belastungsstörungen, Trennungen, Trauerarbeit oder auch Essstörungen. Überall dort, wo wir wieder Bezug zum Körper aufnehmen, um rauszufinden, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Eine Focusing-Sitzung läuft in der Regel so ab, dass wir erstmal einen Freiraum schaffen. Das heißt, der Klient versucht, sich auf sein inneres Befinden zu konzentrieren, seine innere Wahrnehmung, seine innere Achtsamkeit zu präzisieren, um dann das Thema oder eben auch den schon vorhandenen Feldsens, also das Gefühl, das noch unklar da ist, zu spüren und bewusst wahrzunehmen. Im nächsten Schritt fordern wir den Klienten dazu auf, bei dieser Befindlichkeit, bei diesem sogenannten Feldsens, bei dieser gefühlten Bedeutung zu verweilen und als neutraler Beobachter absichtslos zuzuschauen, was dieser Feldsens, dieses Gefühl, diese nicht klare Bedeutung macht, während er sie beobachtet. Und dann fängt dieses Gefühl, dieser Feldsens an, sich zu verändern, um sich dann letztendlich in diese gefühlte Veränderung zu entwickeln. Diesen Feldschiff, der dann eine deutliche Erleichterung, eine spürbare Verbesserung der Befindlichkeit mit sich bringt. Als eine Technik der Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher Probleme lassen sich durch Focusing neue Blicke auf die Probleme des Lebens werfen und häufig in wenigen Sitzungen neue Lösungswege finden. Es gibt dazu verschiedene Ansätze. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen Ihren Einsatz vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.